dich, meine Lieben. Ja, ich habe einen kleinen Haul für euch. Eigentlich besteht er nur aus ein paar Sachen, die sich in den letzten Wochen, also die sind nicht ganz, ganz neu, aber die habe ich halt noch nicht vorgestellt, die sich in den letzten Wochen hier angehäuft haben. Und zwar fange ich mit meinem allerbesten Stück an, also worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ist es das. Könnt ihr es sehen? Ja. Ich habe eine neue Lulu und zwar ist das Lotta die Kleinkarierte. Ich werde sie euch zeigen. Das ist der Karton. Und da ist die Tasche. Es ist nämlich eine Klatsch. Und zwar ist es die Eva Pochette. So sieht sie aus. Genau. Und ja, ich liebe sie sehr. Man kann sie halt als Klatsch tragen so. Man kann sie auch, man kann sie auch so umstöpseln, so, dann kann man sie am Handgelenk so tragen, so, sieht jetzt wahrscheinlich blöd aus, aber ja, oder aber es ist auch noch ein Riemen dabei, dass man sie sich halt so quer umhängen kann, irgendwie im Sommer zu einem Sommerkleidchen oder so, ist also ein kleiner Allrounder. Ja, über sie habe ich mich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie endlich habe, weil ich hatte sie ja doch irgendwie auch schon im Auge und habe halt häufiger schon überlegt, ob ich mir eine Klatsch hole von Louis Vuitton. Und ja, nun ist sie da. Ich freue mich sehr, sehr. Ja, weiter geht es mit neuen Schuhen. Ich habe neue UGG Boots. Ja. Und zwar habe ich mir diesmal andere geholt. Und zwar diese Bailey Button oder wie die heißen. Genau, in Chestnut. Genau. Das ist der in Größe 39. Ja, die heißen Bailey Button und sind Chestnut in der Größe 8, 39. Ja, und die sind wie sehr bequem. Ich habe ja schon welche und und jetzt habe ich endlich neue, die ich dann auch mal. Meine anderen sind einfach verhunzt und langsam auch kaputt. Ja, dazu habe ich das passende Pflegemittel, also Schutz- und Imprägnierspray extra für diese Boots. Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut. Man sollte daran nicht sparen, weil dann hat man einfach viel, viel länger was von den Schuhen. Ich glaube, die 12 Euro oder 10 Euro, genau, sollte man dann noch investieren. Ja, genau. Und außerdem möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Ich habe mir nämlich eine Kette geholt von Fossil, eine Statement-Kette. Ich habe sie bei einer Kommilitonin gesehen und ich war verliebt. Ich musste sie haben. Ich habe gedacht, ich brauche diese Kette und sie war nirgendwo mehr verfügbar. Ich habe das ganze Internet durchforstet wie eine Bekloppte. Und letztendlich habe ich im Outlet in Wolfsburg angerufen und die meinten, die haben noch welche. 4 Stück meinten sie. Und ich dann direkt dahin gefahren, wie eine Bekloppte, extra nach Wolfsburg fahren ins Outlet, um eine Kette zu bekommen. Meine Kommilitonin meinte, sie hätte 40 Euro bezahlt. Regulär hat sie 89 Euro gekostet. Mich hat sie jetzt 60 Euro gekostet. Und das ist die Kette. Ist sie nicht wunderschön? Ja, sie sind halt so aus Strasselementen. So Blümchen in allen möglichen Farben. Grün, blau, Flieder, lila, so ein Beige und Schwarz. Und ja, ich habe sie und ich liebe sie. Sie ist einfach wunderschön. Und ja, der absolute Traum einer Kette, muss ich sagen. Und ja, ich war dort im Laden und meinte, ja, meine Kommilitonin hätte halt nur 40 bezahlt. Und sie meinte, nein, das kann nicht sein. Und dann habe ich gesagt, nee, und ich bin jetzt extra hierher gefahren. Und dann letztendlich hat sie gesagt, okay, sie bekommen noch 10% off. Und ich so, okay, dann habe ich ja nochmal 6 Euro gespart. Also hat sie mich jetzt letztendlich 54 Euro gekostet. Ja, und ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe überlegt erst, ob es halt nicht zu viel Geld ist für eine Statement-Kette von, ja, für Modeschmuck. Aber letztendlich freue ich mich riesig, dass ich sie mitgenommen hatte. Ich hätte es bereut, hätte ich sie nicht mitgenommen. Da ich ja schon im Outlet war, war ich auch noch mal kurz bei Ralph Lauren und habe mir einen neuen Gürtel gekauft. Das ist übrigens ein Wendegürtel. Er ist hier braun und dort schwarz. Hat eine goldene Schnalle, die sich dann so rausziehen und wenden lässt. So. Genau. Sehr hochwertig, ein Echtledergürtel und es war ein absolutes Schnäppchen.
Er hat nämlich statt 75 Euro nur 29,90 Euro gekostet. Oder 99. Naja, die machen es jetzt auch nicht mehr fett. Also ein wahres Schnäppchen. Dann war ich bei Donna und habe mir noch eine Statement-Kette gekauft. Ja, Donna ist so eine kleine Boutique bei uns in der Stadt. Meine Kommilitonin Tesi, hallo Tesi, arbeitet auch dort. Genau, und das ist die Kette. Und sie ist wunderschön. Ich muss sagen, die ist ein Traum. Ich trage sie unheimlich gern. Sie wertet jedes Outfit auf. Ich habe hab sie auch schon zu diesem Pulli getragen und es sah toll aus. Die hat gekostet, ich will nicht lügen, ich glaube 29,95 Euro. 29 Euro glatt hat sie gekostet, ja. Und ich finde, das ist okay für eine Statement-Kette, ja. Genau, und ich habe noch ganz viel anderes gekauft, wenn ihr das sehen würdet, aber ich glaube, das sprengt sonst den Rahmen. Ich kann nicht alles zeigen. Aber ich zeige euch noch meine Pumps, meine ganz schlichten Pumps, die ich mir geholt habe. Die sind von Zara. Genau, die sind die aus Wildleder, aus echtem Wildleder. Und ja, die sind sehr bequem, muss ich sagen. Ich war überrascht, dass die doch so bequem sind. Ich habe dort mit gearbeitet am Samstag und ich hatte sie, glaube ich, 10 Stunden am Stück an und musste stehen. Okay, die letzten 2 Stunden bin ich fast gestorben, aber sonst lässt es sich mit denen sehr gut laufen und auch sehr gut aushalten. Die lagen, glaube ich, preislich bei 69,95 Euro oder so. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, das ist der richtige Preis. Die gibt es aktuell auch noch und ja, die kann ich wirklich nur empfehlen. Vor allem, die sind super kombinierbar. Schwarze, schlichte Pumps. Ich weiß nicht, wie mir sowas fehlen konnte. Ja, außerdem habe ich noch ein Schnäppchen entdeckt bei Deichmann. Das sind die Weihnachtsschuhe sozusagen. Bordeaux-Rot mit ja, goldenen Elementen. Ein sehr robuster, bequemer Absatz. Genau, die waren von 29,90 auf 15 Euro reduziert. Ich glaube, ich habe sie in der InStyle gesehen in der letzten und meinte, ich muss sie unbedingt haben. Ich war im Elbe und dann dachte ich halt, okay, ich schaue mal bei Deichmann rein, ob es die Schuhe vielleicht doch gibt. Und ja, und ich hatte Glück und dann standen sie dort. Und dann waren sie von 29,95 50% auf und ich so, ja, ich muss die einfach mitnehmen. Ich konnte nicht anders. Und ich habe mich echt gefreut. Ich muss wirklich sagen, für 15 Euro, ich habe mich wirklich riesig gefreut, weil, ja, 15 Euro. Und ich wollte die Schuhe halt haben. Und dann habe ich sie anprobiert. Und sie waren so dermaßen bequem. Also sie waren wirklich unglaublich bequem. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich sie kombinieren werde. Aber ich werde sie tragen. Mal schauen, vielleicht schon zu Weihnachten. Ich finde, es ist ja der perfekte Weihnachtsschuh, so rot-gold. Und ja, genau. Ja, dann habe ich noch ein paar Schuhe. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal vorgestellt habe, aber das sind meine aktuellen, absoluten Lieblingsschuhe. Und zwar sind das diese Boots von Zara. Ja, ich habe sie damals gesehen bei Zara am Neuen Weil dort. Und ja, ich musste sie haben, aber die gab es nur eine Nummer zu klein. Und dann dachte ich, und kaufst du sie jetzt zu klein, aber willst du sie unbedingt haben? Dachte ich, okay, bist du vernünftig und kaufst sie nicht zu klein. Dann bin ich ins Elbe gefahren und im Elbe gab es die ja. Und ich trage sie seitdem wirklich täglich. Ich weiß nicht, die Leute, die meinen Blog lesen, sehen wahrscheinlich, ich habe irgendwie eine Zeit lang nur Outfits an mit diesem Paar Schuhen. Ja, das sind meine absoluten Lieblingsschuhe und ja, die haben gekostet 69 Euro, glaube ich. Und die haben sich absolut rentiert. Sie sind einfach so unglaublich bequem und das sind einfach, ja, ein Liebhaberstück. Ja. Das war es auch schon. Den Rest kann ich euch leider jetzt nicht mehr zeigen, weil, wie gesagt, sonst sprengt das den Rahmen. Aber ich bin hier umringt von Sachen. Aber das heißt ja, es gibt noch Stoff für weitere Videos. Ich hoffe, ihr freut euch und ja, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!